Hallo Leute, hallo YouTube. Wie entsteht denn die Blume des Lebens? Die Blume des Lebens setzt sich zusammen aus mehreren Saaten des Lebens. Gut. Wie entsteht denn die Saat des Lebens? Das hier. Das sind sechs Kreise, die sich gleichmäßig um einen siebten zentralen Kreis anordnen. Aber warum sind es denn sechs Kreise? Nicht mehr oder weniger. Nun, das hat damit zu tun, dass wenn man den einen Kreis zeichnet, hat man erstmal einen Kreis. Aber wenn man den nächsten Kreis zeichnet, hat man drei Punkte. Einen Mittelpunkt und zwei neue Schnittpunkte. Und 2 mal 3 sind 6. Und wie diese Saat des Lebens entsteht, sieht man jetzt hier. So, hier sieht man jetzt, wie ich den Zirkel benutze, um die Saat des Lebens auch zu konstruieren. So, das war's. Ganz einfache Geometrie. Die Saat des Lebens oder die Blume des Lebens ist eine geometrische, einfache Rechnung. Da ist nichts dabei. Das ergibt sich automatisch. Dass immer ein Blumenmuster von 6 entsteht. Das hat nämlich damit zu tun, dass die ideale Lösung von Polygonen und Kreisen eben 6 ist. Nun gut, dann wünsche ich allen einen schönen Tag noch.